Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, hier bei HolyLOL. Ja, ich sag euch jetzt eins, wir sind hier zu dritt. Wir sind drei sehr unterschiedliche Spielertypen, das wird interessant. Der Torshow ist wieder dabei, den ihr vom Montag und Dienstag natürlich noch in eurem Gedächtnis habt. Der Tombstone ist dabei und der wichtigste im Bunde, oh, ich sehe zwei wichtigste Leute im Bunde. Der Ralf und die traurige Erdbeere, Barry. Ich grüße euch beide. Hallo. Hallo. So, wir wollen heute 3 vs. 3 spielen. Mit Ralf und Barry. War doch Barry der Name, ne? Ja. Genau. Okay, wir schauen mal rein. Ralf müsst ihr auch mal gucken. Achso, nee, halt. Nee, so ja. Nicht. So kommt ihr mir nicht davon. Liken, kommentieren, abonnieren, in die Videobeschreibung schauen, dass mein Twitch-Account verlinkt und im Item-Shop meinen Creator-Code eingeben. Holy lol, darüber würde ich mich sehr freuen. Ihr unterstützt ihr mich ein wenig. Jetzt geht's los. Hätte ich's fast vergessen. Breaking News. Wer hier das Transformers-Bundle ist noch im Item-Shop und vor allen Dingen der goldene Takumi. Jetzt zuschlagen mit dem Creator-Code Holy lol. Danke fürs Reinhören. Ich weiß gar nicht, ob der goldene Takumi Freitag noch im Itemshop ist. Ja, ist er noch. Bis Freitag ist er noch drin? Obwohl. Nee, doch nicht. Ich glaube, nee. Das ist das Bundle von Dingens? Ja. Ihr müsst wissen, wir nehmen das nicht am Freitag auf. Also ich glaube, das könnt ihr nachvollziehen. Ich glaube, das läuft sogar aus. Das Transformer-Bundle weiß ich nicht. Das weiß ich. Nee, ich glaube, das Transformer-Bundle, meine ich, ist noch bis zum 28. Ich habe ihn, ich hab ihn. Okay. Nee. Oh! Hast du ihn? Ja. Oh Gott. Ja, mich ausspielt. Hast du das gesehen? Nö. Schön. Also, schöner Block auf jeden Fall war das. Nee, das war kein Block. Der hat mich ausgespielt. Nein, von Toscho war das ein schöner Block. Achso, der Toscho. Ja, das ist richtig. Ich bin komplett verwirrt. Hilfe! Ja, die Verwirrung ist verwirrt. Nee, sogar die Verwirrung ist verwirrt. Richtig, Toscho. Boah, ich muss jetzt mal wieder hier 3 gegen 3 reinkommen, ey. Ja, ich. Den hab ich. Achso, den hast du. Oh! Ich hab's ja nur 5-mal gesagt! Ey, gestern hast du auch hier was von mir hier ignoriert. Ja, das stimmt, das kann sein, ja. So, das war die Revanche jetzt. Ja gut, jetzt sehen wir uns wieder. Jetzt sind wir quitt. So. Ja, genau. Ich fahre nach rechts. Den habe ich nicht, der ist eher vor mir da. Hier. Oh Gott. Ja. Nein, oh, Toscho! Scheiße. Was macht die denn? Oh nein. Mich umfahren. Wer hat denn jetzt wen umgefahren? Ich, dich oder du mich? Ich weiß es gar nicht. Du hast dich umgefahren. Ich hab dich umgefahren, dann entschuldige ich mich. Ihr sollt hier nicht eine Runde um die Favelas fahren, ihr sollt hier spielen. Ja, ist ja kein Autoscooter hier, du. Ja. So, jetzt hier, oh Gott. Da komme ich nicht hin. Nein, ich oh. Okay. Hust und erfolgslos. Okay. Kriegen wir noch. Jetzt, ihr müsst auch verstehen, wir hatten vor der Aufnahme ein Gespräch, was ein bisschen länger ging und auch ein bisschen die Konzentration geschwächt hat, sag ich mal, weil es sehr lustig war. Oh, und Toscho macht das Ding. Vorlage von Tombstone. Ein wunderbarer Pass und ein wunderschönes Tor, wie ihr hier seht. Ich mache hier den Kommentator, weil ich bin gerade viel zu schlecht. Nee, bist du nicht zu schlecht? Nein. Wir spielen ja hier Platin 3 und also ich bin Platin 3 hier und. Och, ich verstehe es nicht. Ich glaube nicht, dass das Platin 3 ist. Ja, ich bin gerankt in Platin 3. Ich weiß ja nicht, ja, so, ich auch, aber. Gerankt seid. Nee. Och, nein! Oh. Ich will mich richtig aus. Ich wüsste, wie Platin 3 spielt, aber. Weißt du das wirklich? Man weiß ja noch nicht mal mehr, wie Dia 1 richtig spielt. Ja. Nee, ich meine, im Gegensatz zur letzten Season, weil. Ja, das. Okay, das ist klar, ja. Ich habe den Vergleich von letzter Season. Ja, ich habe. Da haben wir ja auch. Hallo, da haben wir die doch vom Platz weggefegt. Oh, nice! Ah, so.
Das gucken wir uns nochmal an, das Tor vom Tor-Show. Schöner Pass. Da geht er hoch, da dreht er sich und da knüppelt er ihn rein. 86 Gamma. Tor vom Bernie Blindmann. So, ich bin, ich fahre zum Ball. Okay, ich glaube, ich habe gerade einen neuen Namen für mich rausgehört. Ah, ich bin zerstört. Ah, Mann. Ja, ne. Oh, Alter. Oh, schöner Block. Oh, der kommt aber postwendend wieder. Oh Gott. Ja. Oh, nicht postwendend. Den hatte ich nicht auf dem Zettel. Den ich auch nicht. Ich guck doch mal, wo der herkam. Wo kam er denn her? Da. Ja, natürlich. Mhm. Und der ist Platin. Real Platin 3 Spieler. Of course. Ja. Ja. Ja, Platin 3 am Arsch. Hashtag auf Coas. Ja. In die Kommentare bitte. Nein, Hashtag auf Coas. Nein. Oh, warum hat er denn den Ball? Ich daddel hier irgendwo irgendwie rum. Okay. Ich hab dich mal angebumst. Ja, what? Guck mal, wo ich rumdaddel. Ich war auch sehr, oh Gott, das ist diese Woche, ne? Diese Woche ist einfach nur zum Heulen. Ach, der ist ja schon da. Oh Mann. Ja, cracked. Du bist doch auf Crack, Alter. Es ist unfassbar. Es ist unglaublich. Diese Woche, Leute. Die Woche ist einfach... Ja. Oh. Was haben wir denn da gemacht jetzt? Also das die war. Darf ich keinem erzählen? Ja, aber so ein Tor zu machen, das siehst du auch nicht in dir. Also ganz ehrlich, wenn da jemand von der Wall abspringt, dann Punkt genau da. Also nein. Ey, echt doch. Wir sind synchron die alle drei gefahren. Sehr schön. Ja, ich liege in dem wieder vor. Oh, Alter. Okay, die Torhüter. Okay, das hat gerade bei mir ein bisschen gebackt irgendwie. Die Torhüter war da, aber doch nicht da. Bei mir ist auch gerade irgendwie, also keine Ahnung. Also die Season wird bei mir auch eine Vollkatastrophe. Also bis jetzt sieht es nicht gut aus mit der Season. Bis jetzt sieht es echt nicht gut aus. Also ihr könnt ja mal, passt mal auf. Was wisst ihr, was ihr macht, wenn ihr hier noch zuschaut? Also, ich hoffe. schreibt doch mal in die Kommentare. Oh Gott. Wo werde ich am Ende der Season landen? Das würde mich mal interessieren, was ihr so denkt. Ich habe tatsächlich aktuell extreme Bedenken, ob ich überhaupt... mich hart in dir halten kann, wenn das so weitergeht. Und wenn ich so weiter am Ball vorbeifahre. Ich habe auch extreme Angst, dass ich die Champion-Belohnung dieses Season nicht erreiche. Genau, richtig. Weil im Moment den Eindruck macht's. Ich habe tatsächlich. Jetzt sind ja die ganzen Probleme. Hohen Champ-Spieler in dir. Und teilweise in Load, ja, hast du die auch noch dabei. Ja, klar. Was wir am Montag und Dienstag für Gegner hatten, hört doch schon. Nicht mal feierlich. Also irre manchmal. Also manchmal hast du dir gedacht, nee, jetzt willst du nicht mehr. So, aber ich habe es tatsächlich geschafft, diese Woche Dia zu halten. Ich bin nicht abgestiegen im Platin. Das ist doch schon mal eine Leistung, oder nicht, Leute? Ja. Anfang schon mal. Der Anfang ist gemacht. Aber wie bitte? Gut, dass ich direkt hinter dich stand. Ja, Ping schert wieder aus. Also, das ist unfassbar. Schlecht. Das ist natürlich schlecht, meine ich. Hey. Ja, 100 plus.
Alter. Ja, kannst du nicht. Wir sind aber, nee, wir sind EU-Server. Wir sind EU-Server. Alles gut. Oh, sorry. Ich dachte schon, ich hätte aus Versehen die EU-Server. Nee, das ist einfach im Moment schlechtes Internet einfach. Wir haben 7 Tore bekommen. Ich meine, ein Tor war richtig dämlich. Aber dass wir 7 Tore bekommen, Leute. Komm, wir machen einfach ganz schnell weiter und vergessen dieses Spiel. Wenn es euch recht ist. Das hat es nie gegeben. Schon wieder ein Spiel, was es nie gab. Hier ist was los. Ja, auf dem Weg nach Platin 2. Ich auch jetzt. Das kannst du keinem erzählen. Du. Ich mach gleich einen Club auf Road to Platz 2. Ja. Alter, in letzter Season habe ich meine, mit Ach und Krach, ja, gebe ich gerne zu, mit Ach und Krach, habe ich die Champion-Belohnung bekommen. 10 Siege in Champion. Weißt du, haben wir geschafft. Mit Ach und Krach, aber wir haben es geschafft. Und jetzt so ein Abbruch der oh, das yo, ist unglaublich. Alter. Meine, wenn ich Champion, dann wenigstens ja, DR3. Ich will das so fliegen sehen. Ne? Ich krieg die Krise. Und ich treffe den Ball wieder nicht. Natürlich. Ah, das war oben nett. Ja, ich weiß, das ist ja das. Doch, hast du den? Boah, halbmäßig halt. Ja, was denn? Besser konnte ich nicht in die Mitte spielen, keine Chance. Ich hab nochmal unbrauchbar gemacht. Er hat den nochmal gehittet, deswegen. Achso, ich dachte, ich hätte den. Komm schon, oh, okay, gemacht. Jawohl. Also drin, wir führen. Let's go. So, die spielen doch schon wieder ganz anders wie die gerade, oder nicht? Als die gerade, wie die gerade. Mir egal. Die Anfangsphase bestätigt das auf jeden Fall im Moment. Ja, also die fühlen sich ganz anders an. Hier kein Speed Kickoff. Pass auf. Oh nein, der dreht da. Zeig doch. Ach Leute. Pass auf, das ist nur die Anfangsphase. Aber der geht rein. Lass ihn einfach rollen. Tumbro macht das Tor. Ich würde schon bald sagen, der Tumbré, ey. Der Tumbré. Tumbré. Bré. Juhé. Bré, Juhé. Ja, der Chosen hat mir gesagt, ich soll mehr Jugendsprache einfließen lassen in meine Videos. Also wenn du weiter solche Wörter von dir sagst, dann ist es cringe. Dann wird das komisch, ne? Ja, denke ich auch. Und nicht nur... Also ich kann diese Wörter auch gar nicht unironisch verwenden, ich weiß gar nicht. Ja, ich weiß. Ich hatte gedacht, dann wird Tosho schon ein D-Abo klar machen. Ja, nein, ich kann diese Sprache nicht unironisch machen, das, ich weiß nicht. Mhm. Genau wie Digga, oh Gott. Oh. Wo ist er denn? Warum ist denn da keiner zum Ball gefahren? Ich sag mal so, zwischendurch. Was zwischendurch? Ja. Digga meinst du zwischendurch? Was bist du jetzt mit dem Wort? Ich weiß es doch nicht. Wir reden doch von Jugendsprache, ist das nicht Jugendsprache? Ja doch, aber komplett falsch verwendet. Nein, ich wollte es ja gar nicht verwenden, ich wollte es einfach nur einfließen lassen und sagen, dass das Wort gibt. Jo. Wow. Schön. Ich wollte das ja gar nicht in irgendein Gespräch einfließen lassen. Ja, du, ich benutze es ja auch nicht. Ich auch nicht. Nee. Ich bin nicht so ich bin ja nicht so der Mods bis Jugendwörter gebraucht. Ich auch nicht, ich kann damit nichts anfangen. Und ich sowieso nicht, ich hab das auch gar nicht vor. Ich hab nicht mal gewusst, was Cringe heißt. Cringe habe ich auch schon mal gehört, aber das ist sowas wie, glaube ich, wie hämisch. Nee, so. Cringe. Nee, das ist, Cringe ist Selbstscham. Also quasi. Genau, du Scham, dich, genau, du schämst dich. Genau, du schämst dich für jemanden. Okay. Ja, kann man so sagen, ja. Ist das auch Fremdschämen, wenn man. Fremdschämen, genau. Genau, das ist das richtige Wort. Ach so. Okay. Fremdschämen. So wie die Leute, wenn die sich meine Videos hier angucken, schämen die sich auch für diesen. Echt? Für diesen Schade. Schuss. Komisch, warum schäme ich mich dann nicht? Ich weiß das nicht. Oh. Das war Double Commit von mir, Verzeihung. Oh, der war stark, Tosho. Schade, dass der nicht reingegangen ist. Oh, hätten die sich nicht gegenseitig wegpumpen können? Ah, ich muss mich zurückziehen, mir erstmal Boost holen. Ja gut, dann hol den Boost, ich geh drauf. Oh. Ich hab ihn nicht. Ah, dann lass mich hingehen. Ja, ich zieh mich zurück. Die beiden vorne, der ist drin!
4-0. Alles gut. Ich sag ja, die spielen ganz anders wie die gerade. Unfassbar. Diese Unterschiede, ne? Ja, das ist schon erschreckend, welche Unterschiede da jetzt mittlerweile da sind. Von Spiel zu Spiel hast du teilweise einen ganzen Rangunterschied von der Qualität. Jo. Ja, weil man weiß ja, man weiß, dass man den Champion bestehen kann. Man weiß ja, dass man in Champion bestehen kann. Die letzten Seasons haben es ja bewiesen. Ja, richtig. Deswegen frage ich mich, was denn jetzt mit Season 11 auf einmal passiert ist. Warum haben die das überhaupt gemacht? Ja, die haben am Anfang das komplett verdödelt mit dem MMR-Abzug. Ja, 300 MMR minus, also bitte. Ja. Oh, und so. Dann haben sie... Kein Problem. Aber weißt du, das Problem ist... Nein, der geht rein! Das Problem ist ja, dass die MMR in den Modi, die du hauptsächlich spielst, weggepackt haben und die in den Rängen oder in den Modis wieder draufgepackt haben, also so verteilt haben bei den Modis, die du kaum spielst. Ja, komisch, das verstehe ich auch nicht, ja. Ich versuche mal einen neuen Kickoff, wünsche mir Glück. Jo, wir wünschen dir Glück. Ja, super. So, das sieht aber ganz gut aus. Ich hab schon schlechte. Schön. Oh. Schade, ja. Mann. Ich hätte auch gerne einen Tor geschossen. Warum habe ich einen Doppelsprung nach oben gemacht? Egal. Okay, du stehst da. Nehme ich nicht. Oh Gott, wie er den über mich drüber gespielt hat. Alles gut. Als wenn er es gewollt hätte. Na. Die 1. Eine Minute noch. Ah, da ist ja noch einer da. Oh, Decke? Nein, natürlich nicht. Das, ehrlich, jedes Mal, wenn der an der Decke gehen soll, fliegt er so an der Decke vorbei. Nee. Nein! Das war ein schöner Pass von Tosche und ich krieg ihn nicht mehr. In ein Tor runter. No. Oh. Ja, ich wollte dich nicht bumpen, aber den Ball wollte ich treffen und dann ging beides Hose. Komm schon. Ja, der ist drinne. Ja, Mann, ist das schön. Das haben wir. Aber wenn ihr mal mehr Siege sehen wollt von uns, Twitch-Account unten in der Videobeschreibung. Einfach mal Follow da lassen. Ich würde mich freuen. So, das haben wir doch jetzt. 5-1. Da spielen wir öfter, da gewinnen wir auch öfter tatsächlich. Sind auch mal andere Gesichter drin. Ja, sind auch andere. Ja, richtig. Da gibt es. Es gibt viel Abwechslung beim Livestream. Und auch ihr, falls ihr Bock habt, falls ihr auch so ungefähr spielt wie wir, könnt ihr natürlich auch die Möglichkeit haben, dass ihr mal mitspielen könnt, wenn ihr da auf dem Discord seid. Mama! Ich wollte ihn über ihn drüber hast du legen. Hast gerade Mama gesagt? Oder was? Nein, das falsch verstanden. Ich hab echt Mama verstanden. Videotitel, Toscho ruft nach Mama. Oh Mann. Das war komplett falsch. Nein, alles gut. Nein, ich hab Holy gesagt, nicht das. Ich hab aber auch Mama verstanden. Ihr spult zurück, ihr guckt mal, was der Toscho gesagt hat. Hat der Mama gesagt oder hat der Holy gesagt? Mama! Ich bin mir unsicher. Das hört man doch aus von der Betonung, oder nicht? Wir müssen mal gucken. Vielleicht kriege ich das auch so verstärkt, dass das was hört. Wir werden rausfinden. Heute ist Wochenende. Ich hab hier, mir steht es hier, Rocket League-mäßig. Kann man verstehen. Ich muss warten, bis ich die anderen beiden Tage gesehen habe. Weil man kommt ja unter der Woche ja zu nichts irgendwie gerade und ich muss mir das nochmal in aller Ruhe angucken, wie der Montag, der Dienstag bei euch gelaufen ist. Oh, bitte nicht. Nein, aber da kann ich es verstehen, ne, warum du jetzt so die liefen ähnlich wie unsere Spiele. Wir hatten ein gutes Spiel, wir hatten mehrere schlechte Spiele. Ah, okay. Gut. Ich bedanke mich bei euch beiden. Es hat mir trotz allem natürlich sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu spielen. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Ja. Mir hat es auch mal wieder Spaß gemacht, mit dir zu spielen. Ich freue mich auch. Ich freue mich über jedes Mal, wenn der Tombstone sagt, pass mal auf, ich habe Zeit. Da freue ich mich.
Ja, aber wie gesagt, es freut mich aber auch, wenn ich sehe, dass du auch die YouTube-Videos hier auch mit anderen machst. Also so ist es ja nicht. Ja, man findet, also wir haben ja tatsächlich mittlerweile viele Leute hier auf dem Discord. Hier unten in der Videobeschreibung, der Discord verlinkt. Gerne auch mal vorbeischauen. Vielleicht brauche ich euch auch mal für ein Video. Also reinschauen. Ja, also sind immer welche da. Finde ich gut. Vor allen Dingen nicht vergessen, dass du beziehungsweise dass ihr auch mal ein 1 gegen 1 gegen den lieben Holy spielen könnt. Stimmt, das stimmt. Es hat sich schon lange keiner mehr gemeldet. Habt ihr alle Angst? Na? Meldet euch. 1 gegen 1 gegen mich. 2 gegen 2, vielleicht gegen Tombstone oder gegen mich und Tombstone oder mich gegen oder gegen mich und Tosho oder so. Vielleicht haben die auch Zeit, vielleicht können wir dann auch ein 2 gegen 2 starten, falls ihr darauf Bock habt, vielleicht. Wir müssen eigentlich auch mal wieder ein 1 gegen 1 spielen. Wir müssen auch mal wieder ein 1 gegen 1 spielen. Ist auch schon lange her, das letzte Mal. Das stimmt, ja. Da hast du recht. So, ich verabschiede mich jetzt hier von euch beiden. Die Woche war schön, die Woche war anstrengend, die Woche war nervig. Außer ihr wart immer gut. Wir waren immer sehr humorvoll dabei. Ja, das sowieso. Ich vor allem. Ich habe immer die Witze rausgehauen auch am laufenden Bande. Witze? Also. Psst. Darfst du doch gar nicht mehr erzählen, dass ich hier keine Witze mache. So. Jetzt. Warum hast du Angst? Ja, natürlich, natürlich. Nachher gucken die Leute die ganzen Videos und sagen dann, du hast ja gar keinen Witz gemacht. Nee, das geht nicht. Oder ein irgendein Hämischer ist dabei, du brauchst doch keine Witze machen, du bist der Witz. Ja, das könnte so ein Tombstone gewesen sein. Ja, das sehe ich schon. Doch von mir nicht, hallo? So, jetzt ist aber Schluss hier mit dem Gesammel. Haut rein! Videobeschreibung, Twitch-Account, Videobeschreibung, Discord, Itemshop, hier, HolyLol, Unterstützung, ne? Freue ich mich drüber. Und liken, kommentieren, abonnieren. Schönen Tag noch, schönes Wochenende. Haut rein, ciao. Schönes Wochenende. Ciao, ciao. Tschüssi.